Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Trixie und willkommen zurück zu einer neuen Folge Cattle and Crops. Wie ihr seht, musste ich von vorne anfangen, weil irgendwie hat das mit dem Säen nicht mehr funktioniert, warum auch immer. Jetzt versuchen wir es mal gemeinsam, mal gucken. Also wir drücken X. So. Dann drücken wir V. Und jetzt sollen wir drüber fahren. Okay, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ich hoffe es. Weil letztens hat das nicht funktioniert. Gucken wir mal, wo er jetzt was draus macht. Ich habe das Gefühl, die Saatgut geht immer noch nicht weiter runter. Naja, mal abwarten. Was da passiert. Habe ich denn hier noch alles stehen? Na, guck ich gleich mal. Wie ihr seht, ändert sich nichts an der Saatgut. Also irgendwas ist hier kaputt. Ich habe nur keine Ahnung, was. Na gut, wir fahren einfach mal über das Feld. Mal gucken, was hier passiert noch. Ja. F. Hier runter damit und drüber. Ja, so in etwa. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich da irgendwas am Balken ändert oder so. Kann ich auch ein Bug sein, dass man das nicht sieht. Man darf nicht vergessen, es ist halt Early Access. Wenn wir jetzt das Feld abbestellt haben sollten, gesät haben sollten und das funktioniert immer noch nicht, dann müssen wir leider das hier skippen, weil irgendwas ist hier für den Popo. Was auch immer, ich habe keine Ahnung, weil der Balken ändert sich nämlich nicht, wie man sieht. Oben links, unten rechts auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht weiß ja jemand Bescheid, aber irgendwie will er es nicht. Ich habe jetzt sogar jetzt komplett von vorne angefangen und trotzdem macht er es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, Leute. Und ich hasse OBS. Das leckt leicht. Ich bemerke. Ihr seht ja, was ich meine. Der Balken ändert sich nicht. Wo ich mich dran gehalten habe, an allen Punkten. Unten rechts, das ändert sich auch nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich habe das einmal schon mal gemacht. Testeshalber, aber irgendwie, da hat es wunderbar funktioniert. Jetzt klappt es auf einmal nicht mehr. Also irgendwas ist hier kaputt. Aber wir fahren einfach mal hier mal alles ab. Mal gucken, was passiert. Ja, ansonsten, Cattle and Crops muss sagen, gefällt mir sehr, nur wenn das jetzt hier andauernd so buggy ist, das wäre ein bisschen doof. Vielleicht weiß jemand Bescheid und könnt mir mal einen Tipp geben, woran das liegen könnte oder was ich dann beheben kann. Ich habe keine Ahnung, ey. Mich ärgert es ein bisschen. Weil jetzt haben wir schon, schätze ich mal, 20% werden wir schon haben ungefähr. Sehr seltsam. Ach Mann, das soll nicht wahr sein. Was soll das, liebes Spiel? Warum veräppeln sie mich? Naja, wie man sieht, ändert sich nichts. Also, ich glaube, das können wir skippen. Schade, echt. Echt schade. Naja, dann ist es halt so. Skip. Zack. So, dann versuchen wir es mal zum nächsten Feld. Vielleicht klappt es ja dann. Wer weiß. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das der Fall wäre. Echt doof, ey. Naja. So, wo ist denn überhaupt hin? Her. Okay. Das ist aber ein gutes Stückchen hier, Kollege. Und man hat. Naja. Gut, dann steigen wir mal ein. Wir fahren ja jetzt normal. Dann sollten wir auf jeden Fall einsteigen. Das wolltet ihr ja so, dass ich aus der Ego-Perspektive das mache und aus der Third-Person dann sozusagen die Feldarbeiten. Oh, gerade mir eingefallen, müssen wir auf den Sprit achten. Gell? Nicht, dass unser Wagen auf einmal mittendrin leer. Upsi-daisy. Das wäre ein bisschen doof.
Also ich habe jetzt die Einstellung auf 16.000. Ich bin mal gespannt, ob das so wunderbar funktioniert. Also ich habe die Befürchtung, dass das immer noch leicht ruckeln wird. Mal abwarten. Ich möchte nämlich die Qualität mal ein bisschen höher haben. Das ist mir halt wichtig. Ja, einmal Limbs. So, wunderschön. Freie Bahn für uns. Das ist doch herrlich. Wie spät haben wir denn jetzt? Okay, 12 Uhr. Das finde ich echt doof, dass oben links die Schrift so quunzelklein ist. Das ist echt blöd. Ich wünschte, die Schrift wäre so, sagen wir mal so 20% größer. Ups. Ich fand falsch. Hust. Aber so sieht man wenigstens, dass ich nicht umschummle und mit dem Bot fahre, sondern selbst fahre. Ist ja auch mal nicht schlecht, oder? Ja. Hier auf die Seitenstraße. Wie weit müssen wir noch? Oh gut, haben wir es ja bald. Sehr schön. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, tja, dann würden wir das wohl skippen müssen. Leider. Wieder. Das Bugmonster hat zugeschlagen, ja. So aller Meistermann-Kam. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich ein Händchen dafür, die Bugs zu finden. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, und ansonsten, wenn ihr es wünscht, dass der Kanal mal ein bisschen wächst und ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, lasst mir auf jeden Fall mal einen Daumen da, Leute. Das ist verdammt wichtig, leider, es ist so. Es ist leider verdammt wichtig bei YouTube. Auch Kommentare und so. So, ausklappen. Weil sonst ändert sich halt nichts an der Sache. Oh, habe ich das Ding unten. Gucken, ob sich jetzt was ändert. Zoom erstmal ein bisschen weiter raus. So. Ist auch unten. Jetzt ist unten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt das macht. Hallo, was machst du da? So. Jetzt haben. Hä? Was ist denn das? Ich drücke T für Tempomat. Und der Wagen driftet wohl mal links ab. Ich habe keine Ahnung warum. Aber wie man sieht, ändert sich hier auch nichts. Also können wir eigentlich im Prinzip den kompletten Part hier skippen, so wie es aussieht. Das ist doch blöd. Ärgerlich. Naja. Ich würde eigentlich gerne nur den Part skippen. Verstehe das nicht, gell? Ich weiß, ich fahre jetzt gerade wie ein Chaot. Aber irgendwie verstehe ich nicht, warum das nicht triggert. Ärgert mich richtig. Ich möchte jetzt nicht alle Missionen skippen, deswegen. Naja. Muss ich wohl machen. Geht nicht anders, Leute. Tut mir leid. Ja, müssen wir machen. Mission abschließen. So. Das ging leider nicht anders. Echt doof, ey. Naja, müssen wir halt mitleben. Tierfütterung. Ah! Damit sie groß und stark werden. Unsere Bullen müssen regelmäßig gefüttert werden. Entnehme Silage und fülle sie in den Futtermischwagen. Anschließend schöpfen wir die hungrigen Mäuler. Okay, dann machen wir das mal. Ja. Steigen wir mal ein. Und fahren los. Wie spät haben wir denn jetzt wieder? Okay, das ist sehr früh. Das ist sehr schön. Und sie sind auch im Hunger, wie man sieht. Die armen Tierchen. Ah, ich bin überlegen, ganz ob ich Musik machen soll mit Alexa. Aber mein Problem ist, ich habe die Sorge, dass ich dann die falsche Musik erwische und die Leute damit verkraule. Was ich als Beispiel, da läuft dann Rock und die Leute oder der Zuschauer, der dann zuschaut, der hasst Rock und damit vertreibe ich ihn. Und das möchte ich eigentlich nicht. Aber es wäre interessant, auch Musik laufen zu lassen, weil. Oh, okay.
Warum ist das so komisch positioniert? Naja, gut, wenn das so sein soll. Ja. Halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um den Controller zu bewegen. Gut, probieren wir. Ah, das ist ja eine coole Idee. Okay. Finde ich nicht schlecht, dass man mit der Maus das steuert. Das wäre eine richtig clevere Idee. Müsste ich mir mal merken. Weil sonst gibt es mal so... Hä? Was ist denn jetzt los? Ach, du Jemine, nee, oder? Wegen der Erhöhung komme ich nicht da drüber. Hammert, ey. Selbst daran dachten die. Gut. Muss ich das jetzt hochmachen komplett? So in etwa? Ah, okay. Interessant. Gut. Ventimax. Ja, kann man ja bestimmt noch so rumfahren. Okay. Das wird schon eine lustige Aktion werden. Also, mit der Schaufel da zu arbeiten. Haben wir gemacht. Jetzt müssen wir zur Silage fahren. Okay. Machen wir das mal. Ich habe mich gerade immer die Schaufel als solches noch bewegt. Das frage ich mich gerade. Okay, da soll ich ihn abstellen. Gut, machen wir. Möglichst exakt mal. Nein, andersrum. Warum, ja. Ah. Warum? Ich möchte es möglichst exakt mal haben. Ja, so ist es eigentlich mal in Ordnung. Okay, befülle den Ventimax. Jetzt bin ich mal gespannt, wie machen wir das? Also, damit bewege ich Raufen runter. Okay. So, was ist das jetzt hier? Ist das der Winkel? Nee. Klappe machen wir so auf. Okay, ah. Ist da schon was drin? Sieht so aus. Seltsam. Gut, runter. So. Ein bisschen höher. In den Boden will ich jetzt nicht unbedingt rein. Okay. Uah. Die Klappe ist komplett auf. Gut. Fahren wir mal hier ran. Ja. Klappe zu. Drehen. So. Na. Nein. So rum, ja. Okay. Und dann müssen wir das dann wieder da rein. Ah, okay. Das versuchen wir gleich mal aus der Aero-Perspektive aus Spaß. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Ja. Klappe auf. Da kommst du so. Ja, wunderbar. So gehört sich das. Gut, dann holen wir das jetzt mal aus der Ego-Perspektive. Das ist bestimmt interessant. Okay. Oh, dann runter damit. Der Winkel, kommt der hin? Ja, steckt mal schon. Ja. Klappe zu. Dann den und hoch damit. Ja, läuft doch. Sehr schön. Ich glaube, ich muss die Qualität noch ein bisschen runterschrauben von OBS. Ich würde mal die Hälfte machen, 8000. Ja, ich muss ein bisschen rumspielen jetzt. Obwohl, es kann auch das Spiel sein. Ah, ich weiß es nicht. Ich habe ja Glück und bald wird dann Action erneuert. So, Klappe auf. Nein, ich möchte... Genau,
Verdammt. Das kann ich so einfach aus der Ego-Positive. Halt mal. Ich wollte mal gucken. Ja, so passt's. Oh, alles, ist auch alles reingefallen. Ich hoffe es. Aber ich wusste noch gar nicht, dass man mit grünem. Ich hab mir gedacht, grün wäre schlecht für Bullen und Kühe. Also grüne Wiese. Ich hab immer gedacht, das wäre nicht gut für die. Na, so kann man sich täuschen, gell? Klappe zu. Falsch rum. Panik. Nein! Verdammt. So. So. Jetzt hoch, gell? Och Mann! Hat eben so gut geklappt. Verdammte Hacke. Wie verstehe ich das gerade nicht? Moment mal. So. Ja, so. Jetzt geht's. Okay. Müssen wir noch ein bisschen üben. Scheinbar. Auf damit. Okay, Klappe auf. Oh Gott, nee, Leute, das ist ekelhaft aus der Ego. Das lassen wir mal, glaube ich, besser. Vielleicht übe ich es auch offscreen. Ich habe noch keine Ahnung. Jetzt werden wir nie fertig hier. Okay. Ich versuche es nochmal. Ich will das schaffen. Oh. Klappe zu. Nein. Aha, geht doch. Geht doch. Wunderbar. Zack, und dann hier rein. Sehr schön. Da war aber einiges. Hab ich das eben an Down da nicht getroffen? Was ist los? Ging auf jeden Fall rucki zucki gerade auf einmal. Müssen wir natürlich mal gucken, beobachten. Ja. Klappe zu. Ja, wunderbar. Sehr gut. Bis auf das, dass ich mich da jetzt gerade festgefahren habe. Ja. So in etwa. Ja, wie gesagt, ich würde das nächste Mal nochmal runterschrauben, die Qualität ein bisschen. Ich muss halt jetzt das goldene Mittelmaß finden. Das ist auf, gell? Gott. Das ist ein bisschen Krampf manchmal. Also irgendwie, jetzt will das. Okay. Und ich schraube die Qualität und Grafik ein bisschen runter. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, es wird aber die Software sein, weil ohne Aufnahme ruckelt nichts. Das liegt an der Software. Ich bin ja wirklich mich schon bemühen, dass die Entwickler da was behebt. Dass das besser wird. Aber ich denke mal, es ist noch vertretbar. Würde ich sagen. Am auch damit.
Quatsch, falscher Winkel. Total falscher Winkel hier. Klappe auf. Und runter damit. Ne? Ja. Nur so eine Spur reintun und dann ist das Ding voll sein. Ich hoffe es. Ja, Tiere müssen auch mal gefüttert werden. Ist ja auch wichtig, gell? Ach, verdammte Hacke. Wo ist das Gitter eigentlich da, wenn es nicht funktioniert? Moment mal, müssen das mal ein bisschen mehr. So, jetzt soll es passen. Gut. Na, ja, wunderbar. Sehr gut. Jetzt hier rein wieder. Und dann hätten wir es. Klack. Mal ein bisschen runter. Ja, wunderbar. Sehr gut. Das haben wir hinbekommen. Jetzt noch mit diesem Ventimax anhängen. Gut, machen wir. Kippen das mal gerade hier aus, weil wir haben zu viel. Das muss ja nicht sein, dass wir das hier sozusagen verschwenden. Kostet nun mal alles Geld. Darf man nicht vergessen, gell? Auch damit. Damit wir was sehen. Dann hängen wir hier an. So. Aktiviere den Menti. Naja, erstmal müssen wir zum Stall fahren, oder nicht? Oh, komm rum da. Oh, Gott sei Dank. Ist der Stall denn überhaupt hier? Ne, das ist kein Stall. Gottes Willen. Da hinten müsste er sein, ja? Hm. Ja, aktivieren wir einfach mal das Teil. Fahr zum Stalleingang. Okay, machen wir. Ja toll, dann verschwende ich doch alles. Ist doch bescheuert. Warum soll ich denn jetzt aktivieren? Auf dem Weg, bis ich da bin, ist doch alles weg, ey. Hammert. Wäre es nicht sinnvoller, erst zum Stall zu fahren und dann aktivieren, liebe Entwickler? Ich denke mir immer, ja, oder? So, hier rein. Entlade den Ventimax in den Trog. Okay, wir machen also B. Und dann U. U. Ah. So geht das. Ah, mach mal voll das Ding hier. Macht mal kurz. Gut, haben wir noch irgendwas hier? Der ist auch fast am Verhungern. Mach mal voll. Auch sehr schön gemacht mit der Klappe dort. Was da links so rauskommt. Echt schön gemacht. Die feinen Details von dem Spiel hier. Ich zeig euch das mal von außen. Wenn ich es könnte. Na, geht nicht wegen. Oh Mann. Gut, das kann man wieder ausmachen, würde ich sagen. Haben auch alle was? Ah, da noch nicht. Da müssen wir noch. Finde ich interessant. Ich habe jetzt B gedrückt zum Ausschalten und es funktioniert trotzdem. Sehr seltsames Teil, ey. Aber okay. Jetzt hungert keiner mehr. Ist da auch schon mal schön. Oh, passt sogar. Ich habe gerade mal auf die Zeit geguckt. 25 Minuten Aufnahme haben wir gemacht. So, was haben wir denn als nächstes denn zur Auswahl? Schnelles Wachstum, bessere Geschäfte, verfügbar. Pflanzenschutz.
Jo, dann machen wir das, denke ich mal, in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass es leicht ruckelt. Tut mir echt leid, aber ich muss da ein bisschen an Einstellungen rumfummeln. Ansonsten, Leute, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super darüber freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.